Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy IV. In der letzten Folge sind wir durch das Land der Beschwörer gelaufen und haben dort Königin Asura und den König Leviathan bezwungen, wenn man das so sagen kann. Das mussten wir ja nach deren Brauch. Und wir haben dann somit auch die beiden Beschwörungen gleich gelernt. Wir dürfen sie beschwören, wann immer wir dazu Bock haben. Cool, ne? So, und weiter geht's in dieser Folge wieder mit einer Nebensächlichkeit, die leider etwas bei mir ein bisschen sauer aufstößt. Hier gibt's gleich noch eine Höhle, die, wie ich finde, die nervigste ist, die es hier gibt in diesem Spiel. Das liegt nicht an der Höhle selbst, sondern an den Gegnern, die da drin erscheinen. Warum? Sehen wir da alles gleich. Allerdings zuvor fliegen wir noch zu einem kleinen Stück Eiland. Das haben wir nämlich noch gar nicht erkundet. Und zwar hier sind so ein, zwei Häuserchen. Da gucken wir uns mal um. Was ist denn das? Das ist hier Cockwools Schmiede. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Wir gehen eben mal rein. Da gibt es sogar auch zwei Sachen zu finden. Ich muss jetzt aber gerade nochmal gucken, wo sie waren. Ja, erstmal ein Zwerg, der hier rumrennt. Was erzählst du uns denn? Dieses Meister Cockwools Werkstatt. Heimat der weltbesten Schmiede. Ja gut, interessant. Gut zu wissen. Wer bist du? Der Meister hat seinen Antrieb verloren. Er vergeudet die meiste Zeit mit Schlafen. Aha, aha. Na gut. Mal gerade erstmal gucken, wo hier diese Viecherchen im Töpfer genau. Da war eine Remedy drin. Und dann gehen wir mal weiter nach oben gucken. Da war, glaube ich, auch noch ein Töpfchen, wo wir was gefunden haben. Ja, eine High Potion. Bam. Damit haben wir hier alle Items abgegrast. Gehen wir eine Treppe nach oben. Wo ist denn hier dieser Meister? Darf ich mal euren Chef sprechen? Da liegt er ja und schläft. Z. Hallo, aufwachen! Meine Tage als Schmied sind vorbei! Denn ich kann das Metall der Legende nirgendwo mehr finden! Das Adamant! Adamant, okay. Da gibt's doch auf der Oberwelt eine Adamantgrotte! Und wir haben einen Rattenschwanz gefunden, vorletzte Folge! Da war ein Forscher drin, der sammelt Schwänze! Könnt ihr eins und eins und eins zusammenzählen? Ja, ich auch! Ja, nicht erschrecken, da habe ich was vergessen hier bei der Schmiede. Und zwar ganz oben in dem Zimmer, bei Cockwool. In dem Bücherregal, da liegt nämlich noch was Interessantes. Da ist es, ein Somadrop, jawohl. Dieser Somadrop füllt unsere maximalen MP auf. Wir bekommen da, glaube ich, 50 MP oder 10 MP mehr. Ist nicht viel, aber naja. Damit haben wir jetzt endlich alles. Natürlich. Wieder ein Kampf. Ein Schritt, ein Kampf. Das ist unfassbar. Naja, egal. Und das ist meine Aufnahme. Naja, wie sagte ich, 1 und 1 und 1 ergibt 3... Aber wir können hier gerade die Unterwelt noch nicht verlassen. Deswegen können wir noch nicht zur Adamantgrotte. Nein, nein. Wir müssen uns hier noch ein bisschen in der Unterwelt austoben. Und ja, dann fliegen wir einfach mal zu dieser Höhle hier. Die Sylph Cave. Oder Sylvan Cave. Je nachdem, wie man das hier aussprechen möchte. Ihr solltet vorher allerdings beim fetten Chocobo nochmal vorbei und euer Inventar etwas leeren. Denn hier gibt es sage und schreibe, ich zähle nochmal durch. 7, 14, 21, 28, 32 Schätze zu finden. Zwar, oh, der größte Teil Müll, aber nun ja. Wir wollen ja alles mitnehmen, nicht? Und dann würde ich sagen, wird hier eben noch einmal kurz abgespeichert. Nemo-Safe können wir ja mal eben schnell machen. So, zack. Haben wir den. Bäm. Und dann wollen wir mal diese tolle Höhle betreten. Ich freue mich jetzt schon. Tierisch. Ja, Levelempfehlung ist immer noch 50. Mehr ist natürlich nie verkehrt. Ja, ich würde sagen, los geht's, ne? Betreten wir mal die Sylvan Cave. In dieser Höhle ist es ähnlich wie in dem Land der Beschwörer. Wir sehen hier diesmal keine roten Knöpfe auf dem Boden, sondern grüne. Wenn wir da reinlaufen, kriegen wir auch wieder Schaden. 50 HP pro Schritt. Das ist ein bisschen viel, wie ich finde. Von daher
die alte Taktik. Rydia, sag ich schon, Rosa mit dem Flow-Zauber auf alle. Sehr gut. Und dann wollen wir uns die Höhle langsam mal unter die Lupe nehmen. Die Höhle ist ein bisschen verwirrend, da es viele Ein- und Ausgänge gibt und auch jede Menge Schätze, wie ja eben schon erwähnt. Und es gibt hier 2, 4, 6 neue Gegner zu finden. Darunter auch ein sehr bekannter, der jetzt zum ersten Mal erscheint. Sehen wir dann alles gleich. Gut, wo laufen wir denn einfach mal hin? Ich würde sagen, wir laufen mal nach rechts, ne? Komm, wir laufen nach rechts. Da gibt es nämlich 3 Kisten. Wir finden hier ein Bestiary und ein Angel. Das sind Pfeile. Ich glaube, die hatten wir gekauft im Land der Beschwörer. Und an die hinterste Kiste, Nanu, da kommen wir noch gar nicht dran. Das machen wir dann gleich. Bleibt uns nichts anderes übrig, als hier erstmal unten weiterzugehen. Und da kommt auch schon der tolle neue Gegner in zweifacher Ausführung. Oder in dreifacher Ausführung. Und dahinter die Frau, die sie befehligt. Und zwar haben wir hier im Vordergrund, Tiny Toads. Ich erzähle erstmal gerade was zu denen. Mal kurz auf Start, bevor ihr das ganze Toad-Zauber andauernd aufploppt. Die Tiny Toads haben Gott sei Dank nur 600 Lebenspunkte. Ein einfacher Eiszauber, deren Schwäche es ist, würde uns hier einiges angefallen tun. Ja, die Ability Toad haben wir eben gesehen. Ziemlich nervig, wohlbemerkt. Und wir können von den Fröschen natürlich einen Mate Kiss stehlen und natürlich auch bekommen am Kampf. Und im Hintergrund steht die olle Frau, die diese Viecher befehligt. Das war die Toad Lady. Die hat 2960 HP. Die sollten wir natürlich in dieser Konstellation als erstes weghauen. Sie hat keine Schwächen. Die Ability Croak. Unter anderem Frösche zu beschwören. Oder sich selbst in einen Frosch zu verwandeln, was dann ziemlich lustig ist, was auch eine ziemlich gute Taktik ist hier bei diesem Kampf. Denn wenn wir sie in einen Frosch verwandeln, passiert einfach mal so gut wie gar nichts mehr hier auf diesem Bildschirm. Und das sollten wir vielleicht, wenn es noch eine andere Konstellation gibt, wo 6 Frösche da sind, auf jeden Fall benutzen. Ansonsten wird das hier ewig dauern. So, ja, nach dem Kampf können wir von ihr sogar einen Soma-Drop bekommen. Und ich merke gerade, ich glaube, ich habe gerade einen Schatz vergessen zu holen in... Cool, verdammt, ja, da gab es nämlich auch einen Soma-Drop. Das wird dann, ich werde das wahrscheinlich dann mal so zurechtschneiden, dass das jetzt schon gepasst hat. Also, ihr habt nichts verpasst, ich habe es zwar eben verpasst, aber ihr habt es trotzdem nicht verpasst. Wo war ich stehen geblieben? Den Soma-Drop gibt es hier, natürlich in der unterirdischen Droprate und sogar noch niedriger eine Ribbon. Liegt das vielleicht am Ribbit, den die hier sprechen? An der Froschsprache? Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich, wie ich mein Glück kenne, würde das nicht der Fall sein. Ja, es ist ziemlich nervig, da alleine die ganze Zauberanimation hier von diesem Toad-Zauber Ewigkeiten dauert. Nervt mich tierisch. Ihr braucht hier übrigens keinen. Also ihr müsst nicht zwingend Mate Kisses kaufen in den Läden. Denn selbst wenn Rydia, unsere Magierin, zu einem Frosch verwandelt wird, dann... können wir das nach dem Kampf immer noch rückgängig machen. Sie kann nämlich den Zauber trotz Froschzustand benutzen. Ich meine hier diesen Esuna-Zauber, der ist quasi immer gültig. Und gut ist auch, wenn ich Esuna benutze, dass der Flow-Zauber nicht verschwindet. Boah. Damit haben wir schon mal 2 neue Gegner. Bleiben noch 4, die wir auf jeden Fall noch sehen werden. Und hier ist es ein bisschen blöd in dieser Höhle, da wir echt sehr kurze... Gänge haben oder sehr kurze Räume, die in ein neues Stockwerk führen. Dann müssen wir ständig diesen Flow-Zauber wieder auffrischen. So, und jetzt muss ich gerade nochmal auf meine Karte gucken, wo gehen wir denn am schlauesten erstmal lang. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Nee, Quatsch, ich bin ja hier in einem ganz anderen Raum. Was erzähle ich denn? Moment. Ja, wir gehen einfach mal den schlauesten Weg. Ich habe zwar hier eine Karte, wo andere Wege draufstehen, aber für mich persönlich der schlauere Weg wäre jetzt hier nach oben. Und zwar gehen wir dann erstmal da rein, kommen wir in das dritte Stock und dort haben wir oben, sehen wir schon eine Kiste, da gehen wir gleich mal hin. Nicht nur eine Kiste, sondern 3, aber vorher müssen wir uns noch mit 9 Gegnern in dreifacher Ausführung beschäftigen. Der Name dieses Geistes, würde ich schon sagen, dieses Gegners heißt
Ghost. Er hat 2800 Lebenspunkte, keine Schwächen, soweit. Hier bitte die Feier 2 zu zaubern, Wiedersehen oder sogar Schlaf. Wir können nichts Besonderes, Tolles stehlen von ihnen, aber wir können was ganz Tolles von ihnen bekommen, und zwar einen seltenen Gegenstand, der sich Cursed Ring nennt. Die Droprate ist allerdings allzu niedrig, 37,5%, aber, ich kenne ja mein Glück. Wird wahrscheinlich nichts passieren. Ja, wir bekommen zwar was, aber wir sehen ja eine olle Potion. Und die ist da was, die lasse ich aber mal liegen. Und ja, unseren Inventar nicht mit Nichtigkeiten belasten. Öffne die Kiste, Mate Kiss, High Potion. Und ich habe eben, wie wir gesehen haben, keinen Floatzauber drauf gemacht. Hier gibt's den Fairy Rod. Ich hatte ja letzte Folge, glaube ich, gesagt, den sollten wir noch nicht kaufen. Weil wir ihn dann noch finden werden. Und hier haben wir ihn jetzt gefunden. Er hat die Ability, wenn wir ihn als Item benutzen, Verwirrung auf die Gegner zu zaubern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wir sind ja immer noch besser mit unserem Silent Stuff dran, als mit allen anderen Scheiß. So. Dann gehen wir mal, ich muss gerade noch mal gucken, das ist ziemlich verwirrend hier. Ich wiederhole mich, ich weiß. Gehen wir mal wieder zurück ein Stück. Und hier gibt es einen Geheimgang. Wer hätte es gedacht? Der uns ein Stückle weiterführt ins zweite Stock. Oder das zweite Untergeschoss, wenn man das hier so nennt. Machen mal wieder den Flow-Zauber drauf. Ich weiß, es ist nervig. Aber es muss ja sein, ansonsten kratzen wir hier gleich ab. Und dann laufen wir hier einfach mal den Weg weiter. Hier gibt es noch 4 Kisten in der Ecke. 2000 Kill, Remedy, Kamikaze und nochmal 3000 Kill. Wahnsinn. Und dann haben wir auch noch einen neuen Gegner anbei, der dort im Hintergrund steht. Der Dark Tree. Der Dark Tree hat 3900 Lebenspunkte. Die Ability Feuer. Ne, Quatsch, Berserk zu zaubern. Die zaubert er nicht nur auf sich, sondern auch auf andere Gegner. Sehen wir vielleicht mal eben oder später nochmal. Er ist schwach gegen Feuer, hat Holz natürlich so an sich, brennt schnell. Und ansonsten stehen kann man nichts Besonderes. Hinterm Kampf, am Ende des Kampfes, kriegen wir eigentlich auch nichts Besonderes. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es mal wieder probiere, ein Stone-Zauber mal zu zünden. Hat ja bekanntlich mal ganz gut geholfen. Wenn er denn durchkommt, ist er echt äußerst nützlich. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, sehen wir es. Alle Mann weg! Außer dieser Geist, der wahrscheinlich gegen Stein einfach mal immun ist. Ich habe jetzt die ganzen Immunitäten natürlich bei den Gegnern nicht mit aufgeschrieben. Ansonsten könnte ich ja hier bei jedem Gegner, glaube ich, 10 Minuten erzählen. Und das möchte ich nicht. Ich will mich hier aufs Wesentliche beschränken. Dietfood, vielen Dank. Diätfutter. Na und, das ist noch nicht genug. Da haben wir einen neuen Gegner. Und schauen wir an. Malboro. Mein Gott, der ist aber ziemlich breit gematscht. Wie er hier in dieser Version aussieht. Ziemlich lustig. Ja. Ziemlich lustig ist aber nicht das, was sie hier gerade mit mir machen, nämlich eine feige Attacke von hinten. Echt uncool. Wir wollen uns hier erstmal um diesen Malboro kümmern. Oder Morbul, Malboro sag ich. Er heißt ja auch Malboro hier. Für mich bleibt es immer noch ein Morbul, egal wie er geschrieben wird. Dieser Morbul hat 4200 Lebenspunkte, eine ganze Latte. Und der Frosch Rydia liegt am Boden, wie ich das gerade sehe. Er hat die Ability, Bad Press als Eröffnungsattacke zu machen. Hat man ja gesehen, was aus Rydia geworden ist. Diese Attacke verursacht Toad, Mini, Berserk und ja, Verwirrtheit. Gift natürlich auch noch dazu. All das, was man sich nicht wünscht. Ich glaube, ich muss da erstmal eine Heilung hochsetzen. Rydia, bevor wir hier alle kaputt gehen. Das brauchen wir natürlich nicht. Von dem Morbul können wir nach dem Kampf ein Remedy erhalten, das natürlich sämtliche Zustandsveränderungen aufhebt, aber wir haben ja Isuna dabei, von daher ist es eigentlich wichtig. Und er könnte nach dem Kampf noch Juishis Pfeile hinterlassen und sogar auch einen Soma-Drop, der unser maximaler MP erhöht. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt hatte. Ich habe ja einen vergessen.
wurde noch nachgereicht, beziehungsweise wurde ja schon nachgereicht. So, bevor ich jetzt den letzten Baum da kaputt mache, wollen wir mal gucken, ob wir nicht Rydia wieder aufkratzen können. Damit sie noch die Erfahrungspunkte mitkriegt. So, wo ist denn da ist er? Ich bin bewusst einen anderen Weg jetzt gerade gegangen, denn hier gibt es auch noch einen Safe Point in diesem Dungeon, wo wir dann unsere MP wieder auffrischen können. Das brauchen wir dann auch auf jeden Fall. Denn wir kommen hier gleich in einen Raum, der sehr recht interessant wird. Das war erstmal der Morbol und dann bleibt nur noch ein neuer Gegner übrig. Der dann auch bald erscheinen soll. So, machen wir hier erstmal weiter. Wir haben noch weitere 5 Kisten. Die anderen sind schon offen. Wer war das? Final Bestiary, ein Exit. Und Froschgegner. Wie ich sie liebe. Ein Maidkiss. Noch einer. Und ein Ether 1. Perfekt. Und dann gehen wir hier ins Loch. Lass uns da mal runterfallen. Kommen wieder zurück ins dritte Stockwerk. Was ist denn das dort? Erstmal natürlich. Ja, den Float-Zauber. Auf uns zaubern. Halt, mach ich denn? Genau, so. Und dann gehen wir hier einfach nach oben. So. Dann, ja, was ist hier los? Eine Sackgasse? Natürlich nicht. Hier drüben geht es weiter. Hörte Bombastik der Teutone jetzt sagen. Und dann kommen wir hier in einen Raum. Ja, ich hab's mal wieder vergessen. Denn zwar den Flow-Zauber. Unabdingbar hier in dem Raum. Hier gibt's nämlich keine Fläche, die nicht schmerzt. Und dann gucken wir gerade mal. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen HP bei dem einen oder anderen. Und ich werde hier sogar jetzt mal an meine MP oder meine Ether-Reserven rangehen. Denn in diesem Raum gibt es, wie wir das eben schon gesehen haben, Moment. Mal nochmal kurz Ether reinschmeißen. Rosa. Schluck. So. Wie wir das hier sehen. Da sehen wir es. Haben wir hier 6 Kisten und in jeder Kiste stecken Monster. Allerdings keine neuen, außer eine. Die sehen wir dann. Und ansonsten nur Gegner, die wir hier schon gesehen haben. Und ich würde sagen, ich erspare euch das einfach mal. Ich sage dann immer nur, was drin war. Und meine, ja, mein Ausdruck der Freude danach werdet ihr dann ja sehen, was da so abging. Also, ich öffne mal hier die Kiste. Monster! Jo, 6 Geister waren da drin und wir bekamen aus dieser Kiste ein Inferno, was ein, ja, ganz oder der stärkste Feuerzauber ist, den es gibt, als Item. Und Rydia hat eben sogar noch was gelernt. Und zwar ist das Wind. Endlich können wir diesen Kackzauber auch benutzen. Und ich würde sagen, bevor ich diese Kiste dann gleich öffne, werde ich mich nur eben nochmal hochheilen. Die Kämpfe, wenn ihr die abkürzen wollt, dann macht einfach Leviathan drauf und dann sollte das eigentlich schon eine Runde gegessen sein. Ich mach mal hier die 2. Kiste auf. Monster! Ja, da waren 2 Morböle und 2-mal der Dark Tree drin. Ich dachte, einmal Leviathan hat sich die Sache gegessen. Aus der Kiste bekommen wir eine Waffe, die sich Vollmond nennt. Fullmoon. Aber eigentlich keine besonderen Fähigkeiten. Das ist eine Waffe für Edge, die aber etwas schwächer ist. Von daher sind es erstmal Boogie. Ich öffne gleich die Kiste, natürlich heile ich mich vorher wieder. So, und aufmachen! Monster! Ja, nochmal 6 Ghosts da drin, aber Leviathan macht das mal eben in einer Attacke. Sehr schön. Wir bekommen aus der Kiste eine Blizzard, ein ja, Eiszauber der stärksten Variante. Und machen wir einfach mal munter flockig weiter hier mit dieser Truhe. Monster! Juhu, 4 Morbole! Unfassbar! Gar nicht mal so einfach, vor allen Dingen, wenn sie alle mit ihrem Opener, dem Bad Breath, 4 der Charaktere erstmal total aus der Bahn werfen. Na gut, dass der Herr Cecil auch noch den Izuna-Zauber hat. Ansonsten wäre ich, glaube ich, gerade ziemlich aufgeschmissen gewesen. Nun gut, in der Kiste war auf jeden Fall ein Schwert namens Avenger, der Rächer. Dieses Schwert, ja, wenn wir es anlegen, ist es ein Zweihänder. Ich lege es jetzt erstmal noch nicht an.
Es ist ein Zweihänder. Wenn wir es anlegen, haben wir automatisch den Berserk-Zustand. Das heißt, wir werden nur noch angreifen. Wir können dann denjenigen, der es trägt, nicht mehr kontrollieren. Das, ja, ist, finde ich eigentlich gar nicht so doof. Dann könnten wir nämlich öfter mal einfach schon mal vorweg, wenn wir First Strike haben, auch direkt mal angreifen. Dann sind wir automatisch im Angriff. Das finde ich ganz okay. Aber naja, gut, ich werde es erstmal noch nicht anlegen. Schauen wir uns erst nochmal hier diese Kiste an. Alter! Ja, wieder 6 Geister und es gab einen Litstorm, einen Blitzzauber der stärksten Variante, den wir als Item nutzen können. Und eine Kiste bleibt noch übrig, das ist schon eine, fast eine Erholung, Monster! Und dann nehme ich mir einfach mal mit, denn das sind nämlich neue Gegner. Diese Gegner, die sollten eigentlich auch schon vor dieser Sylvan Cave rumrennen. Die Centipede, die 1000 Füßler oder 100 Füßler haben nur 655 HP, keine Schwächen. Ja, können die Ability Quake zaubern, die aber hier total sinnlos ist, da wir ja schweben. Ja, im Kampf kriegen wir nichts, könnten Silkweb stehlen, aber das soll uns nicht interessieren. Vielmehr interessiert uns der Inhalt dieser Kiste und zwar lächerliche Medusa-Pfeile. Vielen Dank. Nun gut. Ja, wir können hier leider nicht zurück aus diesem Raum, deswegen ist der einzige Weg, der uns weiterführt, nach draußen. Und zwar hier auf diesem Teleporter. Damit haben wir die erste Hälfte dieser Höhle schon mal geschafft. Jetzt werde ich eben nochmal schnell den Cable nutzen und ja, Memo-Safe machen und dann mich sofort wieder drauf stürzen hier in diese Höhle. So, da bin ich fertig. Es dauert ja bei euch immer Gott sei Dank nur einen Augenblick, wenn ich mich hier wieder fertig ausrüste. Und dann gehen wir wieder rein. Ich pfeife einfach mal hier auf diesen einen HP-Schaden. Wir gehen hier wieder runter. Und dann geht es diesmal nicht nach oben, sondern wir gehen hier unten lang. Da scheiße ich jetzt eben auch mal auf den Schaden. Upsala, upsala, nix gesehen. Und dann sind wir hier in einem ja, anderen Abschnitt. Da waren wir noch nicht. Und zwar, jetzt muss ich aber hier wieder den Flow-Zauber benutzen. Ansonsten wird es schmerzhaft für meine Mannen und Damen. So. Kämpfe kann ich jetzt Gott sei Dank rausschneiden, das freut mich. Hier hätten wir einen Speicherpunkt, wo wir speichern können, selbstverständlich, und ein Zelt benutzen. Gehen aber hier erstmal nach oben. So, und dann gehen wir weiter nach oben. Da ist schon wieder Froschweiber hier unterwegs, ich freue mich. Ich habe jetzt übrigens mal das Avenger-Schwert für Cecil angelegt, brauche ich da nicht an Ohren draufdrücken. Wir finden hier einen Elfenbogen. Muss jetzt, glaube ich, aber erstmal schauen, ob der besser ist als der Yoshis Bogen, bin mir da glaube ich nicht sicher. Ich glaube, er ist ein bisschen schwächer. Jupp, deswegen bleibt der Yoshis Bogen anbei. Die Yoshis Pfeile sind übrigens sehr stark. Nur mal das auch nochmal am Rande erwähnt. Und ja, der Elfenbogen kann, wenn er als Item benutzt wird, den Zauber Shell verursachen. Shell bekanntlich ein bisschen ja, magischen Schaden puffern. So, und dann gehen wir wieder zurück. Schauen wir mal, was da so links abgeht. Da gibt es auch nochmal 2 neue Kisten. Die wollen wir uns natürlich auch holen. Der Controller hat eben zwischenzeitlich nach Saft geschrien. Hat da wieder welchen. Sehr fein. Kelvin und 1000 Kill haben wir hier. Und dann gehen wir hier unten durch die Tür. Beziehungsweise durch das Etwas, was das sein soll. Die Treppen runter. Hier ist schon wieder eine offene Kiste. Wer war denn hier schon wieder? Vor uns da. Unfassbar. Naja. Wir vergessen natürlich nicht den Flow-Zauber. Blub. Ich weiß, es nervt. Aber unabdingbar. Manchmal. So, dann gehen wir hier erstmal rein. Die nächste Tür. Ah, verdammt. Ich hab's schon wieder vergessen. So passiert das nämlich. Da ist man dann zu leichtsinnig. Ich finde ja Blitz, Eis und Feuer. Das sind natürlich Pfeile. Und ja, die kann ich dann natürlich wieder nicht mitnehmen. Ja, wisst ihr was? Ich bin einfach mal so kackendreist. Und lass sie einfach mal liegen. Schau mal kurz in mein Inventar. Nochmal 2 sinnlose High Potions gesüppelt. Flow-Zauber auch nochmal angeschmissen, damit wir hier auch unbeschadet. Schon wieder eine High Potion! Unglaublich! Und ein Ether 1. Ach, mein Gott. Immer diese sinnlosen Gegenstände. Tu das nicht. Ja, gut, da haben wir die 5 Kisten auch noch gesammelt. Dann geht's weiter nach oben. Und wieder eine Weltpremiere. Ich hatte einen First Strike und der Gegner kam zu keinem Zug. Er hat nicht einmal angegriffen. Was ist denn da los?
geschehen noch Zeichen und Wunder. Meine Fresse. Nun gut, wir gehen hier oben weiter. Und hier wieder durch einen geheimen Gang. Wir sehen schon, der Grafikfehler weist uns den Weg, wo wir denn lang müssen. So, zu einer weiteren Kiste. Und da ist ein Monster drin. Was? Ja, wen haben wir denn da? Haben wir da einen Frosch aus der Truhe geholt? Nein! In dieser Kiste waren 6 Frösche plus einer Froschlady drinnen. Das ist doch schön. Das hat man gern. Na, jetzt werde ich sie erstmal wieder alle hier aus dem Froschzustand zurückholen. Und dann gucken wir uns mal an, was wir bekommen haben. Und zwar haben wir für... Ich kann es ja mal... versuchen auszurüsten. Fetch, eine neue Waffe bekommen, die sich Mage Nash nennt. Aber ich glaube, sie ist schwächer als die Sachen, die wir bis jetzt haben. Mage Mash. Ah, geht. Der Angriff geht ein bisschen runter, deswegen lassen wir das einmal eben. Der Mage Mash hat eine Fähigkeit, ja, und zwar dieselbe wie der Silence Rod von Rosa. Mit ihm können wir die Gegner in den Schweigenzustand versetzen. Brauchen wir aber hier gerade erstmal nicht. Ja, haben wir die Kiste auch. Die haben wir zurück. Ah ja, wenn wir es denn schaffen. Wir sind schon wieder 3 Morbholz über den Weg gelaufen. Und unsere Magierin muss ganz schön bluten mit ihrer Heilmagie. Wahnsinn. Gut, wir gehen hier unten raus. Kommen in einen weiteren... Ja, und wieder ins dritte Untergeschoss. Natürlich, wie immer... Den Zauberfloat nie vergessen. Nicht übermütig werden. Wir haben es auch gleich geschafft, keine Sorge. Hier oben haben wir noch eine Kiste. Elixier, danke. Und da müssen wir nur noch nach unten rausgehen. Und da kommen wir zu dieser sonderlichen Hütte hier. Natürlich haben wir hier oben, haben wir noch was? Nein, aber nicht. Gehen wir mal rein. Ist hier los? Aha. Wir im Hause der Nymphen. Sehe ich das richtig? Menschen! Ja, mal keine Panik. Wir wollen ja nichts Böses. Hä, finden hier Katzenkrallen? Warum auch immer? Ja, wir müssen hier, glaube ich, nochmal irgendwas austauschen. Das ist wieder voll bis oben hin. Voll bis Mappen. Was nehmen wir denn mal weg hier? Hier kommen diese High Potion. Hallo, was soll das? Ja, take all, dann. So, und dann öffnen wir hier oben die Kiste. Höllenkrallen? Warum kriegen wir hier Krallen? Was soll das? Ich nehme die auch mit. Tauschen dafür irgendwas aus. Ich glaube, die Höllenkrallen, die haben wir ja eh auch schon. Komm, hier diese Medusa-Pfeile, ne? Die können mich mal. So. Die auch mitgenommen. Gucken wir mal, was hier oben ist. Ah, nix. Ja, sehen wir gleich, was da passiert. Gehen wir erstmal hier, fragen wir mal die Nymphe. Geht weg, sagt sie. Aber nein. Wer liegt denn da im Bett? Ist das Yang? Das gibt's ja gar nicht. Wir werden dir Yang nicht aushändigen. Hä? Wieso hat er denn überlebt? Wir fanden ihn vor dem Eingang der Höhle. Wir haben auf ihn aufgepasst und ihn versorgt. Er ist aber bis jetzt noch nicht aufgewacht. Okay. Yang, Mensch, hallo. Er sagt nichts. Nur noch bewusstlos. Ja, mein Gott. Wie kann man denn sowas überleben, einen explodierenden Raum? Naja, aber immerhin... haben wir jetzt die gute Gewissheit, dass Yang noch am Leben ist. Sehr fein. Kommen wir später mal, glaube ich, zurück, wenn er ausgeschlafen hat. Ja, ansonsten sind wir erstmal fertig hier mit der Sylvan Cave. Wir gehen hier auf das Podest. Werden wieder wie von Zauberhand, Geisterhand, je nachdem, vor die Tür geteleportet und damit haben wir das endlich geschafft, diese komische Höhle zu durchlaufen. So viele Morbolls und Frösche, ich werde davon nur träumen wahrscheinlich heute Nacht. Naja, egal, das soll euch jetzt nicht stören. Ihr musst jetzt ja nicht live spielen und außerdem habt ihr nicht so viele Frösche gesehen wie ich. Naja, gut. Das war's hier erstmal wieder für diese Folge auf jeden Fall. Nebensächlichkeiten
sind wir, glaube ich, soweit auch erstmal durch hier in der Unterwelt. Werden uns dann, denke ich mal, nächste Folge wieder der regulären Hauptstory widmen. Sprich, der versiegelten Höhle. Mal gucken, ob wir Golbis da wieder über den Weg laufen werden. Gucken wir mal. Ja, ansonsten würde ich wie immer sagen, wenn es dir gefällt, der Daumen nach oben. Wenn du neu dabei bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann würde ich mich auch natürlich mega freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist bei Final Fantasy 4. Bis denn!